ich habe ja einen heiden Respekt vor den Springern. Ich als Höhenängstler kann das gar nicht, aber ich kann daran arbeiten. Und direkt neben der Schanze in Oberstdorf gibt es eine Möglichkeit, daran zu arbeiten. Ich teste es mal aus. Und der Peter Trümmers, der holt mich gleich ab und dann fahre ich ganz nach oben. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, gehe ich zu. Guten Morgen. Servus. Maurice. Ja. Wir haben hier was Aufregendes eingebaut, das das Erlebnis des Skispringers im Prinzip mitvollziehen lässt. An einem Seil befestigt. Man hat auf jeden Fall Flug- und Gleitgefühl. Wenn ich jetzt sogar schon beim Hochklettern an der Leiter so sicher bin, dann kann mir hier quasi gar nichts passieren. Ich werde jetzt echt Profikletterer. Wow, super ungewohnt. Das macht schon was mit einem. Das sieht gar nicht so hoch aus, wenn man das jetzt so sieht. Es passiert nichts. Wir haben das Ding im Griff und wir schwingen einfach, wie wir lustig sind. Dass ich das jemals machen werde, Peter, würde ich mal sagen, hätte ich nicht gedacht. Da ist quasi kein Boden. Da ist einfach nur ein Seil. Wir müssen uns ja hier auch noch abstimmen aufeinander die ganze Zeit, ne? Ja, genau. Wer geht vor? Wer hält? Wo halte ich dich? Meine letzte Prüfung. Und das ist die, vor der ich tatsächlich am meisten Respekt habe. Ich muss nämlich auf diesen Baumstamm hoch. Und die große Aufgabe ist, oben stehen bleiben. Ich stehe tatsächlich oben auf diesem 9 Meter Pfahl. Aber noch nicht ganz oben. Es fehlt noch die Plattform. Oh, das wackelt. Krieg's nicht hin. Ich bin so schwach. Ich stehe. Und es wackelt sehr doll. Okay. Ich stand. Ich habe gestanden, oder ich bin gestanden, aber ich habe zittrige Beine, so ein bisschen gebe ich zu. Jetzt weiß ich, wie es sein muss, also nur ansatzweise, was für ein Adrenalin man hat im Körper, wenn man diese Schanze hier in Oberstdorf springt.